Wir klicken. Poisonwitch von mir aus. Und let's go. Was geht hier ab, Alter? Was ist denn mit diesem Zwerg los, bitte? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Heroes Wanted hier auf meinem Kanal. In der letzten Folge haben wir uns das Merc Trainee Set angeguckt. Da hatten wir als schwache ATK-Einheit die Trainees, schwache Defense-Einheit die Shieldbearer und als Carry hatten wir den Knight. Jetzt habe ich das Civil Defense-Set freigeschaltet. Da haben wir eine Menge mehr Karten, aber das hat auch einen guten Grund. Denn als schwache ATK-Einheit haben wir hier den Farmer. Der hat eine 25% Chance, removed zu werden, wenn wir an einem Lagerfeuer uns ausruhen, also resten. Außerdem hat er die Retreat-Fähigkeit, die besagt, wenn ich einen Farmer habe und es keinen weiteren Farmer auf meiner Hand oder auf dem Feld gibt, kann ich diese Karte zurückziehen. Was bedeutet, ich kann eine andere Karte dafür ziehen. Als schwache Verteidigungseinheit gibt es hier die Herbalisten. Die machen keinen Block, sondern Schild. Und als Carry haben wir den Berserker, der den Effekt hat, dass alle Karten plus 100 Angriff bekommen, aber auch minus 100 Defense. Wenn wir die hier spielen, sind alle sehr stark, aber haben keine Verteidigung. Wir haben nichts, was blockt, außer den Berserker, der aber 0 Defense haben wird, wenn er angreift. Und deswegen wird das hier ein Aggro-Deck. Wir haben diesmal sogar zwei Artefakte zur Auswahl. Ich würde sogar sagen, in diesem Run nehmen wir das Brot mit und den Glas Marple. Das Brot gibt uns nach jedem Sieg 8 Leben wieder und die Glasmurmel gibt uns plus 3 Mana für jedes Mal, wenn wir zu einem nächsten Platz laufen. Wir wollen nämlich so oft, oder beziehungsweise bei jedem Lagerfeuer resten. Darum werden wir gar nicht so defensiv spielen wie im ersten Video, sondern wir werden voll auf Angriff gehen, gucken, dass wir die Gegner schnell runterrushen. Und wir rechnen damit, dass wir Leben verlieren in jedem Kampf, weil wir uns sowieso wieder hochheilen werden in den Lagerfeuern. So, das war easy, das war ein super lucky Zug. Wir haben eine Wasserbombe gezogen, die 20 Damage dealt zu allen Enemies und eine neue Karte. Wir könnten jetzt trotzdem ein bisschen mehr Shield mitnehmen. Und wir nehmen hier voll ATK. Wir nehmen den Mage mit. Wir gehen voll auf Aggro-Deck. Ich habe auch im letzten Video meine Consumables so gut wie gar nicht benutzt. Ist mir dann später aufgefallen. Das muss ich diesmal anders machen. So, was haben wir hier? Wir haben hier, wir könnten 4 Schild geben. Wir können aber auch sagen, wir gehen wieder voll auf Angriff. Aber der hat leider eine Schwäche gegenüber dem Feuer. Wir werden jetzt die Wasserbomben benutzen. Und somit haben wir ihn besiegt. Wir kriegen einen Klapp. Den kennen wir schon. Der gibt minus 1 Death, aber plus 2 ATK. Und als Karte wählen wir wieder den Warrior. Sehr gut. Wir haben jetzt ziemlich viele Wasserkarten im Deck, aber das macht noch nichts. So, jetzt haben wir hier einen Pflanzengoblin, der mit 14 angreifen wird. Okay. Ja. Gehen ja mit dem Berserker voll auf Angriff. Ihr seht, der Angriff wird nochmal verdoppelt durch den Berserker. Einmal verdoppelt durch den Triple Water und dann nochmal verdoppelt durch den Berserker. Aber lachen leider auch nur die Hälfte des Schadens. Aber obwohl das Schwäche war, haben wir ihn halb runtergekriegt. Das ist schon sehr, sehr gut. So, das macht dann 16 Damage. Wir haben gewonnen. Ja, das läuft bisher sehr gut. Wir haben ein Artefakt gekriegt, was unsere Mana um 5 erhöht. Okay. Der Attack-Sieger List sorgt dafür, dass die Karte rechts von ihm einmal mehr angreifen darf. Auch sehr strong. Aber wir könnten noch den anderen Warrior nehmen. Wir haben jetzt einen Wasser-Warrior. Nehmen lieber den Pflanzen-Warrior nochmal mit. Weil der ist nämlich auch sehr gut bei so einem Aggro-Deck wie diesem hier. Wir kriegen ein Artefakt. Wenn wir einen Straight triggern, ist ein zufälliger Triple-Bonus plus 1 für die nächsten 3 Runden. Okay, das ist big. Das ist sehr strong. Das gefällt mir. Jetzt können wir sagen, wir nehmen den anderen Weg wieder. Ja. Bisher ist es alles sehr easy. Es kann leider kein Straight treffen, aber wir können auch ein bisschen Mana benutzen, weil wir kriegen ja auch Mana immer wieder zurück. Das war unlucky.
Sagen wir mal, wir schmeißen die ganzen Farmer weg. Jetzt haben wir Berserker. Das ist doch sehr gut. Der macht sowieso AOE. Oh, der macht 12 AOE. Das ist sehr strong. Greifen einfach mal an. Und jetzt haben wir gesehen, dass der nächste Pflanzentribble plus mal 3 gibt und nicht nur mal 2. Wir geben jetzt hier rein. Wir lassen den Warrior ein zweites Mal angreifen. Der aber nur einen angebraucht. Also wir sehen, das Deck richtig gespielt kann richtig, richtig Damage machen. Wir nehmen den Heretic Watcher wieder mit. Und wir geben den Heretic Watcher auch ein Schild, dass der Schild und Angriff bekommt. Den Club können wir auch mal verteilen. Den Club würde ich sogar auf den Berserker geben, weil der braucht sowieso gar keine Verteidigung. Weil wenn er angreift, hat er eh nur Verteidigung. Oder 2 Angriff mehr. Perfekt. Ja, wir rushen in diesem Video auch etwas mehr durch als im ersten Video. Ich habe im ersten Video halt das Spiel erklärt und ich gehe einfach jetzt mal davon aus, dass jeder weiß, wie das Spiel funktioniert. So, jetzt haben wir Herbalist. Okay. Gehen wir eine Menge Schaden rein, so. Nehmen doch lieber den 8 Schild mit, würde ich sagen. Wir greifen einfach mal an. Gut, den Warrior. Könnten wir, was war leider schwach gegenüber den Pflanzen. Haben wir jetzt nochmal oder immer noch den Effekt von dem Triple Earth? Ja, eine Pflanzen. Ich hätte gerne jetzt eine Pflanzen gehabt für den Triple-Effekt der Pflanzenmonster. Aber so ist in Ordnung. Immer noch keine Pflanze. Das ist so ärgerlich. Der Berserker hat dafür gesorgt, dass man Herbalist kein Schild gibt. Darauf muss ich achten, okay. Aber jetzt haben wir den. Wir nicht mehr. Wir haben zu viele Runden gebraucht. Okay. Wir werden trotzdem so angreifen. Wollen ordentlich Schild auf, blocken den ganzen Schaden weg. Und können ihn jetzt finishen. Ohne Probleme. Jetzt haben wir ordentlich Schaden bekommen. Deal 15 Earth Damage to a random enemy. Okay. Das ist ganz gut. Wir nehmen doch lieber mal jetzt einen Shield Breeder mit. Um im Notfall doch ein bisschen verteidigen zu können. Wir haben ein Unknown Event. You stumble upon the mercenary encampment. The camp is a patchwork of tents, each of varying sizes, sprawled out across the area. Nearby, you notice mercenaries engage in lively conversations and diligently inspect their equipment. Also wir haben ein Zeltlager von Händlern gefunden. Jetzt können wir uns aussuchen, ob wir eine Karte verstärken oder eine Karte loswerden, dafür eine zufällige Enchantete bekommen. Das werden wir wählen. Wir werden einen unserer Farmer loswerden. Die ist weg. Wir haben jetzt einen Poison Thief aufgewertet bekommen. Das ist doch sehr gut. Nice. Können wir noch in die Taverne schauen. Wir haben 217 Gold. Poison Witch gibt Poison auf AOE. Wir haben schon eine Poison-Karte, ne? Wo ist er? Poison Thief. Könnten jetzt auch Full of Poison geben. Nehme ich mal mit. Und den Commander nehme ich auch mit. Will ja keine gute in der Hand bleiben. Währenddessen passiv die ATK erhöhen. Wir haben 6 Feuerkarten, 8 Wasserkarten und 10 Pflanzenkarten. Das heißt, wir nehmen eine Wasserkarte mit. Eine starke. Chicken der Zwerg. Kenne ich auch noch nicht. Konsumiere 3 Mana. Hit Count plus 3. Okay, wir können mit dem 3 Mana verbrauchen, aber er greift dann 3-mal an. Passt richtig gut in dieses Deck hier rein. Gefällt mir. Wir sind am ersten Campfire. Das bedeutet, wir werden auf jeden Fall immer resten. Und wir haben gesehen, dass wir 3 Karten verloren haben.
Das heißt, wir haben jetzt viel weniger Farmer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Farmer nur noch. Ne, 7, 8. Immer noch 8 Farmer. Aber wir haben ordentlich Farmer verloren. Wir können jetzt ein Artefakt wählen oder da hinten wieder eine Karte loswerden. Ich könnte noch Artefakt nehmen und dann dieses Trial nehmen, aber wenn eine Karte loswerden, ist besser. Wir müssen nämlich diese Farmer aus dem Deck kriegen. Die sind das größte Problem gerade. Wir haben jetzt keine andere Farmerkarte außer diese auf der Hand. Das heißt, wir können sie retreaten. Und haben jetzt eine andere Karte gezogen. So. Wollen wir erstmal jetzt voll deffen oder wollen wir jetzt voll auf Angriff gehen? Ich würde nämlich auch sagen... dass wir jetzt hier ordentlich Death bekommen. 15 Death, das heißt, es kommen nur 3 Schaden durch und wir haben 24er Schild. Also ein 21er Schild. Okay. Wir haben immer noch ein 21er Schild. Jetzt können wir sagen, pass mal auf, pass mal auf. Der hier plus 3. Das heißt, der hier wird den hier... ah, noch nicht ganz... der macht hier 24 Schaden drauf. Killen die beiden ihn hier. Probier's mal aus. Ja. Nice. Wir haben 2 auf einmal ausgeschaltet mit diesem... mit diesem Elfen. Nee. Bergen. Jetzt würde ich sagen, machen wir so, so. Ja, und greifen mit dem Berserker an. Der Damage hat doppelt von allen Einheiten. Es ist so insane. Wir haben jetzt eine Feuerbombe bekommen. 20 Damage to all enemies. Und wir nehmen den nächsten Warrior mit. Haben wir jetzt von jeder Farbe einen Warrior? Rot? Grün, blau. Geil. Das ist echt nice. Also, es läuft viel besser als in der ersten Runde. Das Deck ist sehr spaßig. Weil wenn man auch nicht so lange überlegen muss, dann einfach drauf losballern. Ist egal, wenn wir Leben verlieren, weil wir uns immer wieder hochheilen. Das macht richtig Laune gerade. So. Wasser wäre mal 3. Aber Wasser ist nicht so effektiv. Und wir können jetzt hier sagen... ah, nee, komm. Den werden wir zurückziehen. Okay, wir könnten jetzt richtig blocken. Hm. Wollen wir das? Nee, komm, wir schmeißen mal einen weg. Der Commander bleibt auf der Hand. Dann erhöht er nämlich die ATK um 30% von allen unseren Einheiten. Ein Feuermonster. Perfekto. Okay. So hätten wir 15 Block. Ja, machen wir mal, ne? Ein Pass getötet. Das ist schade. Wieder eine gute Hand. Oh, wir haben jetzt... okay, warte mal. Ich will jetzt mit dem hier AOE geben. Nice. Wir machen so viel Damage, es ist so insane. Da war, glaube ich, die Reihenfolge falsch. Hätte ich besser machen können. Und wir haben gewonnen. Shit. Retreat when straight. Retreat when triple. Okay, wir haben jetzt Schuhe. Das Item bekommen. Wir nehmen den Spearmaster mit. Der hat nämlich Counter-Attack. Das bedeutet, dass die Enemies, die angreifen, von ihnen dann zurück angegriffen werden. Okay, die Schuhe. Welche Einheit wollen wir am liebsten austauschen, wenn sie kommt? So ein Herbalist, ne? Wir geben mal die Schuhe auf den Herbalist. Und jetzt können wir eine Karte loswerden. Change one card. Wir werden wieder ein paar Mal loswerden. Legt einen weiteren Shield Barrier. Okay, aber aufgewertet. 2 Slots, 6 Death. Das ist nicht schlecht. So, wir haben wieder ein Lagerfeuer und wir werden wieder resten, um zu hoffen, dass uns Farmer abhauen. Einer. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Farmer haben wir noch im Deck. Es werden immer weniger. Jetzt haben wir unseren ersten Bosskampf. Der Bosskampf auf der Ebene 1. Bin gespannt.
Okay, das sind also Pflanzen. Gegner. Wir haben aber auch mal 3 auf Earth gerade. Wir können ihn zurückziehen. Ich hätte schon ein bisschen Block gerne, oder? Aber wir gehen jetzt voll Damage rein. Scheißegal. Wasser ist uncool. Ich möchte kein Wasser haben. Okay. So, jetzt haben wir ordentlich Schild in dem Angriff. Und trotzdem 15 Damage. Okay. Den kriegen wir bestimmt tot, oder nicht? Der Speedmaster gibt 10 Damage zurück. Ja. Damit wird der Speedmaster dann im Counter-Attack ihn töten. Nein, er hat noch 2 Leben. Okay, das habe ich mir anders vorgestellt. Dann haben wir aber 21 Damage, Schild. Das ist nicht schlecht. Berserker. Wir werfen mal eine Feuerbombe. Dann sagen wir, wir wollen den rechten jetzt rausnehmen. Ja. Das war super verschwendet. Ich dachte, die ersten beiden Karten würden ihn löschen, damit er damit den Dreier... Kann nicht wahr sein. Okay. Hat er auch 12 Gift drauf, das heißt, er fliegt jede Runde 12 Leben. Auch sehr nice. Den Commander schicken wir nach hinten. So. Ja. Wir hüllen ihn mal in den Block. Weniger Schaden reinkriegen. Jetzt können wir hier ein bisschen das Wasser. Quatsch. Den Gift hochstecken. Was ist denn heute los mit mir, Mann? Ja, ich bin halt voll fokussiert. Ich will ja keine Fehler machen. Triple Combo. Let's go. Wir haben ein legendäres Schwert bekommen. Kann man nur auf Wasserkarten anwenden, aber gibt plus 4 ATK, was absolut insane ist. After receiving damage, next trade plus 0,5. Auch gut. Wenn wir Damage bekommen haben, ist der nächste Trade plus 0,5 Multiplikator. In einem Deck wie diesem, wo wir sehr viel Damage nehmen wollen, wenn wir nur auf Angriff gehen, ist das sehr, sehr stark. Wir könnten sagen, dass das Beermaster plus 4 Angriff kriegt. Ist das schlau? Oder wir sagen, dass der Poison Thief mehr Poison gibt. Oder wir gehen jetzt richtig auf Kamikaze und geben hier den. Alter Schwede. Alter Schwede, ist das geil. 27 Damage macht der pur. Mit dem Dreierangriff. A place of mystery teeming with life. Okay, wir können jetzt entweder 30 Max HP. Max HP. Oder 100. Wir nehmen das Gold mit. Wir sind greedy. Wir nehmen das Gold mit. Book of Chaos. Wenn ein Triple getriggert wird, ist der nächste Straight plus 0,5. Maximum 2. Round 5 Shield. Upon blocking an attack, next all triples plus 0,15. Ist ein bisschen wenig. Wir nehmen aber die Gaming Maus. Definitiv. Die kenne ich schon. Die geht nämlich einfach auf next Straight plus 1. Wenn ich draufklicke auf die Gaming Maus. Ist das nicht witzig, Mann? Richtig gut. So, wir gehen in die Taverne. Oder... Das ist auf Taverne, ich weiß es nicht. Jetzt können wir für 100 Gold eine Karte enchanten. Oder für 100 und für 100 Gold zwei Karten kombinieren. Ich bin
würde den schon gerne aufwerten, bin ich ehrlich. Hat einfach noch einen Slot und 10 Angriff, der Typ. So, wir könnten jetzt sagen, wir werden noch weitere Farmer zusammen tun, dass sie weniger werden. Aber dann haben wir halt den aufgewertet, dann wird er aus dem Deck rausgelöscht. Finde ich nicht so strong. Wir könnten sagen, dass wir Herbalisten zusammentun, damit sie die weniger ziehen. Das machen wir mal. Jetzt sind sie verstärkt, haben 2 Slots. Ja, ist in Ordnung. Okay, Frog Tribe Forest ist die zweite Welt. Ich habe die noch nie geschafft. Aber ich habe ein ziemlich geiles Deck gerade. Es könnte sein, dass wir jetzt gewinnen. Hier können wir wieder eine Karte kombinieren oder removen. Hier kriegen wir ein Artefakt. Ich würde sagen, wir gehen auf das Removen vom Tempel. Dass wir unser Deck kleiner machen. So. Wir haben hier keine Boni. 19 Damage kommen rein. Ich benutze mal den... Ne, den benutze ich nicht. Den benutze ich bei Wassergegnern, weil der nämlich Erddamage macht. Pass auf, ich werde jetzt auf die Gaming-Maus klicken. Mit diesem Knopf hier. Jetzt mache ich 15 Shield. Also 4 Schaden kommen rein. Ist in Ordnung. Dafür, jetzt greift ja in dieser Runde dieser Skelett an, der auf jeden Fall sterben wird. Commander kommt auf die Bank. Und wir haben sogar mal 3 auf Triple Earth getroffen durch das Blending Droplets. Ist das geil. Liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Jetzt sagen wir. Das Ding ist, es macht nicht wirklich Sinn, auf dem Warrior jetzt einen Attack Count zu geben, weil die Witch wird Poison geben. Aber der Warrior wird dann ihn hier finishen. Also werden wir jetzt den Priest nehmen, um noch mehr Shield für die nächsten Runden zu kriegen. So, wir haben jetzt 18 Shield. Er hat... Oh, er hat 90% Poison Resist? Okay, das ist bitter. Das ist bitter für uns. Er könnte retreaten. Machen wir mal. Okay, jetzt haben wir Wasserbonus. 36, 56. Teilt durch 2 sind 28 Damage. Reicht. Okay. Change the element of card on the field to a random element. Interessant. Librarian grants 15 of the category card on the right. Wir können noch mehr Angriffe erhöhen mit dem Librarian. Passt, glaube ich, auch gut rein ins Deck. Was haben wir jetzt? Wieder Erde. Gibt's nicht. So. Ein Commander hätte ich gerne hier. Dann möchte ich bitte den loswerden. Könnte ich das so machen? Den retweete ich. Okay. Wir machen das so. Der Commander bleibt auf der Hand. Gibt also allen plus 30% ATK. Die Poison. Witch gibt Poison auf die, aber er hat hier sowieso Poison Resist. Die Librarian erhöht nochmal den Damage um 50% auf den Zwerg. Und der Zwerg wird 3-mal angreifen, auch wenn halt Wasser nicht so effektiv ist. Aber ist egal. 13 Gift drauf. Bam. Bam. Den ersten komplett aus dem Leben gelöscht. Und ich weiß gar nicht, warum der andere jetzt gestorben ist. Aber ich nehme es gerne mit. Dagger und neue Karte. Guardian of Harmony kenne ich auch noch nicht. With no combination, all cards plus 100 ATK und Death. Wir wollen gerne mit Straights und Triples spielen. Moria, attack when retreating. Oh, wir können die retreaten lassen, dann greift die mit 7 an. Increase ATK by the draw pile of count. Was?
Nee, das muss ich ausprobieren. Das muss ich ausprobieren. Habt ihr einfach 20 ATK, wenn da 20 Karten auf dem Zielstapel sind? Oha. Lass mal die Karte nochmal angucken. Wir haben einen Herbalist. Haben wir noch einen anderen unaufgewerteten Herbalist? Kann man das sortieren nach Name? Ja. Okay. Herbalist? Nein, wir haben nur die beiden Herbalisten. Wir könnten Shield Barrier. Wir könnten Barriers aufwerten, also zusammenfügen. Ja, warte mal. Oder wir sagen einfach, wir removen den einen Herbalisten. Der leider einen Schuh hat. Oh Mann, dann lieber den Priester rausnehmen. Ja. Wir wollen keine Schilde, wir wollen nur Damage. So, wir haben volles Leben und volles Mana. Ich glaube, wir enhancen diesmal, auch wenn ich lieber gerestet hätte. Wir enhancen den Berserker. Der ist schon enhanced. Der würde dann 10% mehr geben, wenn er auf der Hand bleibt. Interessant. Oder wir geben ihm nochmal plus 1. Das ist jetzt schwierig. Ich würde sogar fast sagen, wir gehen auf den Heretic Watch. Nein, komm, wir machen Berserker jetzt. Ich kann mich immer nicht entscheiden. So, wir haben sogar noch ein Item, glaube ich. Ein Dolch haben wir, plus einen Angriff. Plus einen Angriff geben wir mal auf den Berserker. Möchte den Slot bei dem. Bei dem. Ich glaube, ich kann die überschreiben. Darum gebe ich mal den einen Dagger lieber auf den Zwerg. Taverne oder Equipment Shop? Wir haben 180 Gold. Geh mal auf den Equipment Shop. Kartenmäßig sind wir sehr gut. Plus 6 Max MP. Each turn reduce poison by 3. Restore 3 Leben jedes Mal, wenn eine Karte im Deck hinzugefügt wird. Wir haben eigentlich keine Lebensprobleme gerade. Plus ein Angriff und Retreat, wenn straight. Oder ein Wundenschild. TK plus 1, Crit-Chance plus 20%. Big Love, Requires ATK. Plus 2 Death, minus 1 Angriff. Nehmen den Sharp Dagger für den Berserker. Genau. Jetzt können wir uns auch ein Artefakt aussuchen. Shiny Iron Ball. 30% Chance, die ersten Enemies in der ersten Runde zu stunnen. Nehme ich mit. Schaffen wir diesmal dieses Schwert im Stein, ist die Frage. Wir probieren es aus. Komm. Wir haben leider gerade keine Boni. 21 Damage kommen rein. Aber wir haben 18 Block und 15 Shield. Wir haben hier 19 auf den Drawpile. Insane, er kriegt wirklich plus 19. Er kriegt wirklich plus 19 Angriff. Ist das broken? Okay. Den Farmer müssen wir mal. Ich will eigentlich keine Feuerkarten spielen. Ich nutze mal diesen Elemental Potion. Ja, schon besser. So, der increased die ATK nochmal um 50% auf den Warrior. Und den Farmer. Der ist egal. Let's go. So, jetzt wollen beide angreifen mit 21 Angriff. Commander nach hinten. So, so. Lanze wäre mal 3. Aber egal, wir machen das nachher. Ich hätte den nach rechts packen sollen. Oh Mann, ey. Aber gut. Dann alle Enemies für 80% Chance.
sich auch gut an. Einen weiteren Poison-Tief. Wir haben einen grünen Poison-Typen. Wir haben noch einen Poison-Typen irgendwo. Moment. Grün und blau. Das heißt, wir nehmen jetzt noch einen roten mit. Und jetzt haben wir wieder den Schaman eventuell. Nein! Okay, den kenne ich überhaupt nicht. Er ist schon eine Runde gestunt. Feuer. Straight ist mal 0,5 oder 2,5 plus. Wir packen den Commander auf die Bank. Den Farmer können wir retreaten. Poison Witch. Schwierig. Ich brauche eine Feuerkarte. Leider macht die keinen Angriff. Blockt nur. Aber ich habe noch genug Feuerkarten im Drop, weil. Varia! Perfekt! So, jetzt werden wir nochmal auf die Maus klicken. Am 3,5 Multiplikator. Und der hier macht 3 Angriff. Der wird den. Wir haben ihn fast geone-shottet in der ersten Runde. Wir haben ihn fast geone-shottet. Was ist das denn, Alter? Oh mein Gott. So, wenn Karten gemischt werden, bekomme Leben in der Größe des Drawpiles zurück. Was? Oh mein Gott. Und wir kriegen AOE-Attack, aber Attack minus 1. Okay. Das auf ihn drauf. Er hat vielleicht einen Angriff weniger, aber greift jetzt immer alle an. Oh, ist das geil. Okay. Ja. Probieren wir gleich mal aus, wa? Wir klicken. Poison Witch von mir aus. Und let's go. Alter! Was ist denn mit diesem Zwerg los, bitte? Wir rasen jetzt nur noch dieses Game, Alter. Ist das insane. Flying Shield. At the start of a battle, generate Shield at the size of your deck. Noch ein Artefakt, was mit unserer Deckgröße skaliert. Pippin Shop. Aber Feuerkarte wäre cool, ne? Nee, haben wir den blau. Scar. If all cards in the hand field share the same element, you summon a massive meteor dealing ATK mal 4 damage to all enemies, then vanished. Okay, glaube ich nicht, dass wir das hinkriegen, nur Wasserkarte auf der Hand zu haben. Aber wäre cool. So, wer möchte plus ein Angriff und Crit Chance? Legend Knight. Wir haben so viele Tools jetzt in unserem Deck. 170 Gold ist leider nicht viel. Block required plus 2. Plus ein Death Retreat, wenn straight. Splash Damage. Splash ist 50% AOE, aber nur nearby Enemies. Shield required plus 2 Death.
Die können wir uns nicht leisten. Hätte gerne den, das Langschwert, aber worauf geben wir das? Der ist voll, der ist voll. Der hat was, der braucht nichts. Eventuell auf Scar das Langschwert? Ja, hat keinen Inventarplatz. Ist ja mies. Ja, okay, na gut. Dann bekommt der Spearmaster das Schwert. Oder ich heb das Schwert nochmal auf, dass wir eine geile Karte kriegen. Glaube ich besser. So, wir resten und wir können auch diesmal sogar ausruhen. Wir haben wieder einen Farmer verloren, glaube ich. Lass nochmal kurz nachschauen. Name. 1, 2, 3, 4, 5. Nur noch 5 Farmer im Deck. Perfekt. Wir werden wieder dieses Schwert wählen, weil wir sind super stark. Da kann selbst hier Rainer Winkler uns nichts anhaben. So, Berserker. Commander. Oh, 34 Angriff, komm rein. Wir haben 26 Schild durch Flying Shield bekommen. Weißt du, wir könnten jetzt... Boah, das ist eine Menge Damage, der er gekriegt. Er war gestunt durch mein Item, was ich benutzt habe anscheinend. Jetzt will er ein Monster beschwören. Das ist schlecht. Den Farmer kann man retweeten. So. Librarian gefällt mir tatsächlich. Der macht 17 Damage. Poison Tief. Nein, komm, ich gebe mir meinen Zwerg. Ich will meinen Zwerg sehen. Ah, oh, das kann ja nicht wahr sein. Jetzt können wir aber hier... Wir können sagen, dass wir jetzt... Ja, ist nicht wirklich viel Damage, ne? Aber egal. Ich will ein bisschen effektiven Damage gegen ihn. Da ist der nächste Ogre. Keiner wird angreifen, das ist sehr gut. Okay, eventuell schaffen wir es, dass wir jetzt nur noch Wasser... Ich will das mal ausprobieren. Ich will das mal ausprobieren. Warum wird das jetzt nicht aktiviert? If all cards in the hand field share the same element, you summon a massive meteor. Ah, ich muss ihn trotzdem angreifen. Okay. Dann werden wir noch mehr Shield generieren. Hat er keinen Damage gemacht? Das muss ich gleich nochmal in der Wiederholung angucken. Hat er keinen Damage gemacht? Das waren 70 Damage. Oder nicht? Hä? Ist der gedodged oder was? Wieso bekommen die so wenig Damage? Der macht jetzt nächste Runde nichts. Nee, wir können ja nicht retreaten. Warum nicht? Wegen dem Farmer hier. Verstehe. Shield brauchen wir eigentlich nicht. Wir stacken mal das Gift hoch bei ihm. Jetzt kommen 47 Damage rein. Thank you.
wieder einen Ogre. Komme ich die nicht tot? Kann das sein? Kriege ich den nicht tot? Weil die immer wieder neue beschwören? Das wäre jetzt richtig sad. Wir haben leider keinen Mana mehr. Das ist das Problem. Aber wir können den Dama retreaten lassen. So. Weil den Legendite will ich nicht mit einem Card im Draw-Pile angreifen lassen. Jetzt kann er angreifen. Paralysis Attack. Deal 34 damage and afflict one card with Paralysis. Okay. Hört sich ja stark an. Den Commander lassen wir auf der Hand. Den Herbalist können wir mal. Wenn es straight. Okay. Herbalist retreaten war. So. Oder auch nicht. ...71 Damage hat der jetzt. Was? Ey, das stackt sich so unglaublich hoch. Ich finde das so geil in dem Game, ehrlich. Ja, hier. Dann sind die weg. So, jetzt kommen 47 Damage rein. 10 Block zumindest. Ah, den können wir noch retreaten lassen. Voll fokussiert. Ich will den Tod kriegen. Poison Warrior kannst du einmal angreifen. Wir werden noch. Ah, wir haben keinen Mana! Er hätte 32 gibt. Wird diese Runde einen Monster beschwören, wenn wir es nicht verhindern. Feuer wäre mal 3. Wir können aber leider keine Karten dingsen. Macht alles keinen Sinn. Schade. Schade. So, da brauchen wir kein Damage draufgeben. Wir können ihn direkt angreifen. Ich blocke mal diese Runde und gebe Gift auf den rechten. Ein Leben nur verloren, das ist wichtig. Ich habe jetzt keine 3 Mana, die er konsumieren könnte. Würde das trotzdem funktionieren? Nein. Okay, da ist die Frage beantwortet. So. Tages kriegen wir ihn jetzt tot. Bevor er den nächsten beschwört und bevor er uns tötet. Wir blocken ja um 5. Er macht 34 Damage, wir blocken um 5. Das heißt, wir werden nicht sterben. Ist das richtig?
Ja. Okay. Der ist paralysiert. Kann ich ihn austauschen? Ja. Ist das knapp gewesen, aber was für ein geiler Run. So, ich habe euch jetzt... schick. Das war das Zivil Defense Set. Cool, cool, cool. Also, ey, mir macht das Spiel richtig Laune. Richtig geiles Game. Eine Karten discovered. Old Pipe. Wir müssen noch 46 Gegner eliminieren, damit wir hier 3 Schadartefakte haben. Das wird das Game auch um einiges vereinfachen. Und wir müssen World 2 clearen, damit wir den End of Thieves oder Band of Thieves freischalten. Okay, das war Civil Defense. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wollt ihr mehr von Heroes Wanted sehen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, bis dahin sage ich, bis zum nächsten Mal. Ciao, schönen Abend noch. Ciao. Oder schönen Tag.